Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge 1,5 Ritte und die Befreiung von Herzelinde. Ja, wir befinden uns immer noch an der Stelle, wo wir das letzte Mal aufgehört haben und werden gar nicht lange drum rumquatschen und gehen jetzt mal hier durch diesen Schacht hier. Oh je, ich mache mir große Sorgen um Herzelinde. Diese Scheusal, Graf Trumpf! Hä? Was ist denn das für ein seltsames Geräusch? Autsch! Na, das war ja mal eine rasante Rutschpartie. Gott sei Dank bin ich weich gefallen. Und scheinbar bin ich sogar im Kerker rausgekommen. Vielleicht wird das ja doch mein Glückstag. Ja, und damit sind wir auf unseren guten alten Bernd gefallen. Der, ja, etwas miese Rolle hier in dem Spiel hat. Ne? Da er ja auf dem Boden liegt. Also den haben wir sozusagen erstmal außer Gefecht gesetzt. Und wir können ja mal hier an die Kerkertür gucken. Eine Tür aus Gittern. Aha. Herzelinde? Mist, die Tür ist zu massiv, um mit jemandem in der Zelle zu sprechen. Hier sind auch noch Hebels. Können wir die bewegen irgendwie? Aha. Herzelinde, bist du da drin? Hallo? Lanze! Da. Du bist gekommen? Endlich! Das Herzelinde? Juhu, wir haben Herzelinde gefunden. Geht es dir gut? Geht es dir gut? Ich bin okay. Danke. Der Graf ist ein Scheusal. Aber wenigstens konnte mich Bernd ein wenig aufmuntern. Bernd? Ja, er ist einer von den Wachen. Aber ich glaube, er würde uns helfen. Er ist so ein guter Mensch. Ist er klein? Stämmig? Breite Arme, großer Helm? Ja, das ist er. Kennst du ihn? Ich habe ihn mal irgendwo getroffen. Irgendwo mal getroffen, den hast du niedergeschmettert. Ja. Ich bekomme diese Tür einfach nicht auf. Hm. Vielleicht kann dir Bernd helfen. Er müsste wissen, wie man die Türen aufbekommt. Ich glaube nicht, dass er uns im Moment helfen kann. Hast du noch eine andere Idee? Gibt es irgendwo einen Schlüssel oder so? Das nicht, aber... Warte mal. Oh, au. Hier, hast du meine Haarnadel. Praktisch. Jetzt hat sie das ausgespuckt. Ich habe sie hinter meiner Blombe versteckt. Vielleicht hilft sie dir ja weiter. Hab sie hinter meine Blombe versteckt, also... Boah. Ziemlich weit dahergeholt. Hab keine Angst, ich werde dich retten. Hab keine Angst, ich werde dich retten. Beeil dich, bitte. Ich beeil mich. Jetzt haben wir hier so eine Haarnadel. Können wir die irgendwie hier... An dieser Tür ist kein Schloss. Fuck. Aber an der Holztür, die vorher war, war ein Schloss. Ha. So. Ich bekomme das Schloss nicht auf. Etwas blockiert die Tür von der anderen Seite. Das ist garantiert die dritte Tür. Die dritte Tür? Nee. So. Hä? Ich bekomme das Schloss nicht auf. Etwas, das ist garantiert... Die dritte Tür, hm. So vielleicht? Mal gucken. Gute Idee. Ich öffne die Tür mit der Haarnadel. Ah. Herzelinde, ich komme! Herzelinde? Was? Sie ist weg! Wo ist sie? Was geht hier vor? Die war doch gerade noch da. Moment, ist das nicht... Ja, eine Nachricht. Hatte keine Lust mehr zu warten. Bin aus dem Fenster geklettert. Triff mich draußen vor dem Schloss. Was? Deine Herzelinde. Was? Das kann doch nicht. Hä? Das ist doch schon wieder dieser Eismann. Stimmt, da unten am Burgtor. Ha! Und jetzt sehe ich auch Herzelinde. Sie ist schon jenseits der Burgmauern. Die Wachen haben sie noch nicht gesehen. Noch nicht. Fast hat sie den Wald erreicht. Und was macht sie denn jetzt? Nein, Herzelinde. Kusch, zurück. Du kannst dir doch auch später noch ein Eis. Oh, die Wachen haben sie entdeckt.
Ja. Yeah. Und da ist auch Graf Trumpf. Oh nein, sie haben sie geschnappt. Jetzt bringen sie sie in den Thronsaal des Grafen. Und ich muss sie retten. Ach du Scheiße, was geht jetzt ab? Oh mein Gott. Information. Das Spiel wird an dieser Stelle automatisch gespeichert. Okay. Nein, ein weiteres Minispiel oder was? Tja. Das sieht aber schon fett aus wie der... Hey, du da! Oh oh. Jetzt bist du fällig. Das nicht, Erdal. Wenn ich es verhindern kann. Erdal, du bist zurückgekommen, um mir zu helfen. Na klar, sowas machen Ritter doch. Wären wir dann wieder so weit? Ob wir so weit sind? Haha! Und ob, pass auf, wie sich mein Körper in eine Waffe verwandelt. Was? Oha. Ach du wow. Scheiße. Danke, Erdal. Hör doch mal wieder auf. Mein Körper ist eine Waffe. Erdal? Erdal? Erdal! Er ist nicht mehr zu bremsen. Achtung, Erdal! Da kommen Wachen hinter dir. Das macht er nicht schlecht. Ja. Das waren 10 Männer auf einen Streich. Er kämpft wie ein echter Ritter. Jetzt kann ich ihn nicht mehr sehen. Lanze! Huch! Aus dem Weg! Aber... Nun mach schon! Ich kann nicht bremsen! Ach du Scheiße! Ah! Au! Das war knapp. Da war eine Axt. Können wir hier irgendwas machen? Ne, wir müssen da rein, glaube ich. Schnell, schnell, schnell. Ich weiß nicht, was wir jetzt hier machen müssen, aber wir gehen einfach mal weiter. Hier sind neue Ritterchen. Hier ist ein Schild. Ein Schild. Was haben wir denn hier? Ein Mechanismus? Ein Bolzen blockiert die Kette. Ein Bolzen blockiert die Kette? Können wir das rausziehen? Erdal kommt! Oh je, diese Gänge sind wirklich verwirrend. Ich kann nicht zurück, von dort kommt Erdal. Und er ist noch immer außer Rand und Band. Ja, dann kommen wir hier auch nicht weiter, weil die Axt im Weg liegt. So. Na, ob das hält? Gute Frage. Erdal kommt! Aha. Wir müssen uns hier beeilen. Was ist das denn hier? Hä? So. Erdal kommt! Ja, ist ja gut. Erdal kommt. So, jetzt haben wir den Bolzen gelöst. Jetzt hier weitergehen. So. Na, ob das hält? Ich habe keinen Plan. Erdal kommt. Tja, ich weiß nicht, was wir hier machen müssen. Erdal kommt! Erdal kommt. Hier können wir nichts interagieren.
Aber wir können auch auf unseren Inventar nicht zugreifen, also muss irgendwas mit den... mit den Waffen hier auf sich haben. Schwert. So. Na, ob das hält? So, und der Gegenhauen vielleicht? So, jetzt kann die Axt nicht mehr umfallen. Erdal kommt! Jetzt kann die Axt nicht mehr umfallen. Aha. Was machen wir jetzt mit dem... mit dem hier? Gute Erdal Frage. Kommt! Gute Frage. Hier können wir ja natürlich nichts machen. Wir müssen irgendwie nach da oben kommen, denke ich mal. Jetzt haben wir nur noch ein Symbol hier und das ist das hier. Was war das für ein Geräusch? Ein geheimer Mechanismus? Gucken. Wir schauen einfach mal. Ein geheimer Mechanismus oder Mechanismus oder wie das Ding auch heißt. Ah, guck an. Das hier, die Arme sind jetzt hier runtergegangen. Können wir das jetzt daran machen? Zack. Und weitergehen? Ich denke, jetzt Erdal kommt. Müssen wir das wieder umändern. Damit er den Arm bestimmt wieder hoch hat. Hoffe ich mal. So. Schild. Ja, es wird uns immer noch zum Interagieren angezeigt. So. Und du? Ah, jetzt kommen wir hier rüber. Jawohl. Jetzt kommen wir hier also rüber. So. Was haben wir hier? Statue. Da können wir nichts machen. An dem Haken. So. Alles klar? Oh, das klingt gar nicht gut. Ich verzieh mich besser. Ja, hallo? Was haben wir uns hier verzogen? Erdal hat sich bis ins Untergeschoss durchgefräst. Gut so. Er wird sich bestimmt bald vollständig abreagiert haben. Wer hätte gedacht, dass so viel Kampfgeist in ihm steckt? Ja, hätte ich auch niemals gedacht. Ja, was müssen wir jetzt machen? Nochmal hier neu rübergehen? Oh, jetzt ist hier eine Treppe. Geschafft. Hier geht es hinauf in den Burghof. Oh, jetzt befinden wir uns hier in dem Burghof. Information, das Spiel wird an dieser Stelle automatisch gespeichert. Jetzt speichert das Spiel schon wieder automatisch. Also, ich glaube, wir neigen uns hier langsam zum Ende des Spiels, so wie es ausschaut. Ich glaube, das Finale ist nicht weit. Ich muss quer über den Burghof, um zu Trumps Thronsaal zu gelangen. Da bin ich doch ein gefundenes Fressen für die Bogenschützen. Ja. Naja, was soll's. Augen zu und durch. Oder noch besser, Augen auf und durch. Wow. Ja, und du? Wir dahin. Aha, wir müssen nicht ausweichen. Ah, cut, cut, cut. So geht das doch nicht. Ich bin Schauspieler und kein Stuntman. Und davon, dass ich einen qualvollen Tod sterben soll, steht schon mal gar nichts in meinem Vertrag. Entweder ihr spielt das Spiel richtig oder ich gehe in meinen Wohnwagen. Also nochmal das Ganze. Alter. Aber diesmal mit etwas mehr Konzentration, wenn ich bitten darf. Was? Lanze beschwert sich auch noch.
So, wir müssen darauf. Dann hierhin. Zurück. So. Schnell dahin. So, dahin. Wir müssen jetzt vorwärts. Dahin. Wir müssen die Pfeile nämlich hier ausweichen. Oh, ein zurück, schnell. Dahin. So. Dahin. Scheiße. Ich sitze hier fest. Dahin. So. Jetzt dahin. Dahin. Wir haben es gleich geschafft. Ich muss mich noch ein bisschen konzentrieren. Verdammt, ich gehe drauf. Nee, doch nicht. Oh, Schwein gehabt. So, darauf. Schnell! Boah, das war knapp. Das war knapp eben. So. Puh, na endlich. Wir sind durch. Das war etwas zu knapp für meinen Geschmack. Ja, das war... Hoffentlich komme ich ab jetzt besser durch. Oh, das war... Das sieht aber gar nicht gut aus. Jetzt wird es wohl erst richtig brenzlig. Gott sei Dank sehe ich da hinten schon den Durchgang zum Thronsaal. Zähne zusammenbeißen, Lanze. Gleich ist es geschafft. Oh, jetzt haben wir auch noch hier diese Scheiße. So. Ich hoffe, wir kommen da zurück. Ja. Ich hoffe, wir kommen jetzt hier auch gleich rüber. Oh, typisch. So, nochmal da rauf. Hier rauf. Darauf. Zurück. Dahin. Alt. Verdammt. Verdammt. Nein. Es ist nicht einfach. Keine Chance. Ich will mir nicht die Füße verbrennen. Ja. So, dahin. 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 Zurück. Jetzt müssen wir dahin. Dahin. Ich komme hier nicht durch. Das ist doch zum Kotzen. Ich komme hier nicht durch. Nee. Ich gucke mir das mal nur an. So, das ist da. Dann müssen wir nach da. Aber können wir nicht, weil die Lava ist. Also müssen wir nach da, dann da. Dann müssen wir zurück. Wir können aber nicht zurück. Ach, ja. So, eins. Zwei. Drei, vier, fünf, sechs. Na, verdammt. Ich hätte mal warten sollen, wo die Lava nicht da war. So, eins. Zwei, drei. Ja, da kommt die Lava schon wieder. Mensch. Ist auch scheiße. So. 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 Oder wir müssen wirklich abwarten, bis die Lava weg ist und das da erscheint.
Ach, ich hätte doch darüber gehen können. Ich Trottel. Wieso bin ich jetzt... So. Keine Chance, ich will mir nicht die Füße... Oh, diese fuckige Müdelava ist echt zum Scheißen. Da. So, darauf. So, dahin. 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 Jetzt muss ich dahin. Darauf. Dahin. Keine Chance, ich will mir... Ja, toll. Ich kam nicht mehr zurück. Ich hasse das Ende. Das ist hier so mit dieser Scheißrätsel. Also die Lava hätte echt nicht grundsätzlich sein müssen. Das ist, weiß ich nicht. Muss doch nicht sein, sowas. So, jetzt gehe ich darüber. Jetzt gehe ich darüber. Jetzt gehe ich darauf. So, dann gehe ich dahin. Jetzt gehe ich da oben hin. Alt. Was denn? Hab doch gedrückt. So ein Schmarren. So, auf da. So, dahin. Dahin. So, wieder zurück. So, dann dahin. Schnelle. Lanze, du musst dich beeilen. Schnell darauf. Schnell, schnell, schnell. Das muss ich hier bestimmt. Nein! Ach, da. Ja. Hier ist es verzwickt, da komme ich nicht durch. Merkwürdig. So, schnell. Ja, es kann sich nur noch hier so, ich sag mal, um Tage handeln. So. So. Halt, nach oben, schnell. Darüber. Das ist hier immer so ein bepisster Weg auch immer ist. Da. Sitze in der Falle. Gib keinen Weg vorwärts und rückwärts. Keine Chance, ich will... Gehen wir das am besten erstmal darauf. Dann gehen wir dahin. Gehen wir darüber schnell. So, gehen wir wieder hier zurück. Jetzt müssen wir bestimmt nach oben. Ne, nach vorne. Jetzt müssen wir nach oben. So. Nach vorne. Nach unten. Nach oben. Nach vorne. So. Keine Chance, ich will mir nicht die Füße ver... Ich komme da in der Mitte nicht raus.
da. Und da. Denn da. Der wäre da oben. So, dann wäre da, wo ich schon stand. Ja, und dann? Ach, da unten wäre dann. In die Ecke rein. Okay. Das habe ich vielleicht nicht gesehen. Ach, scheiße. Verdammt, 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 verdammt. Zu früh gedrückt. So. So, jetzt auf ein neues. So, darauf gehen wir jetzt hier hin. Schneller, Lanze. Du musst schneller drücken. Hoch. Dann vorwärts. Dann nach oben. Dann vorwärts. Dann hier schräg runter. Dann müsste rein theoretisch. Ey, ich raff das nicht. Ich kann mich doch nicht so lange im Kreise da irgendwo umherrennen. Bis ich da irgendwo. Ein bescheuertes Rätsel hier. Alter, noch komplizierter kann man das schon gar nicht mehr machen. Schnell, schnell! Also manchmal schlafe ich aber auch echt. So. Keine Chance, ich will mir nicht die Füße ver... So. So, ich muss mich mal gerade konzentrieren. Oh, da kam schon die Lava wieder. Ich wieder so langsam gedrückt habe. So, nach vorne. Man kann sich echt auch nur auf die Schatten immer so konzentrieren. Das ist immer zum Kotzen, ist das? So, ich gehe jetzt aber lieber nochmal zurück. Weil da kommt die Lava nämlich gerade wieder. Irgendwie. Ich habe da ein ungutes Gefühl bei. So, jetzt ist da die Lava weg. Jetzt können wir vielleicht Glück haben und können da raufgehen. Jawohl. Scheiße. Jetzt habe ich das hier unten nicht gesehen. Mann. Ich muss gucken, wenn ich auf diesem Feld hier bin. So, da bin ich auf diesem Feld. Das wäre dann im Prinzip praktisch die Mitte. Wenn ich da auf bin, zack, darüber. Nee, geht gar nicht. Wenn ich da bin und darüber gehe. Da drauf? Bin ich darüber? Und dann darüber? Puh, liebe Freunde, das ist ja hier ein Höllenfahrtskommando. So.
muss nämlich so lange aushaken, bis da die Lava weg ist. So. So, jetzt komme ich hier rüber. Jetzt bin ich da. Jetzt komme ich da rüber. Was denn? Ich drehe hier gleich am Rad. So. 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 Jetzt nach oben. Jetzt nach vorne. Jetzt da so. Jetzt müsste hier der Weg frei sein. Kommt darauf. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl. Oh. Das war jetzt aber auch ein Ding der Gefühle. Ich mache jetzt aber erstmal an der Stelle erstmal eine Aufnahmepause. Ich brauche mal eine Verschnaufspause. Und wir hören und sehen uns dann in der nächsten Folge weiter, wenn das wieder heißt Eineinhalb Ritter und die Befreiung von Herzelinde von Graf Trumpf. Tschüsseli!